Genau hier, an dieser Stelle zwischen Nünchritz und Grödel, wurde am 20. Oktober 2004 die schrecklich zugerichtete Leiche von Vera Marotz gefunden. Getötet wurde die alte Dame aus Nünchritz in Sachsen durch massive Schläge auf den Kopf und heftige Fußtritte. Dieses Foto, aufgenommen in der Mordnacht, haben wir verfremdet. Es zeigt das vollkommen zertrümmerte und blutüberströmte Gesicht der Frau. Sie wurde 66 Jahre alt. Nünchritz 1944. Als junges Mädchen kommt Vera Marotz mit ihrer Mutter in die kleine Stadt an der Elbe. Man erzählt sich, die beiden stammen aus gutem Hause, von einem Gut im westpreußischen Nesewanz. Mutter und Tochter besitzen fast nichts. An der Elbe sammeln sie Treibholz und auch sonst alles, was noch irgendwie zu gebrauchen ist. Die beiden Umsiedlerinnen bleiben fremd im Ort. Nur in der evangelischen Gemeinde finden sie Anschluss. Hier ein Foto von einem Ausflug in den Spreewald in den 60er Jahren. 1991 stirbt die Mutter. Von da an ist Vera Marotz ganz allein. Auch in der Nacht, in der sie ihre Mörder trifft. Warum war Vera Marotz mitten in der Nacht mit ihrem Handwagen unterwegs? Was ist sie für eine Frau gewesen? Auch wenn die meisten hier in Nünchritz sie vom Sehen kannten, eine persönliche Beziehung zu ihr hatte kaum jemand. Darum möchte ich mehr über sie erfahren. Ich treffe den Bauamtsleiter Uwe Riedel. Er hat die zurückgezogen lebende Frau in den 90er Jahren kennengelernt. Damals musste sie aus einem baufälligen Haus am Stadtrand umziehen in eine Neubauwohnung. Was war Vera Marotz für ein Mensch? Wie haben die Bewohner von Nünchritz sie erlebt? Die Frau Marotz war, wie man heute sagen würde, ein Messi. Das heißt, sie hat sehr viele Gegenstände gesammelt in großer Menge. Und in dem Haus, in der alten Wohnung, wo sie gewohnt hat, das war schon unvorstellbar, ist schwer zu beschreiben, weil überall Sammelgut gelagert wurde, vom Keller bis zum Boden. Und das in Mengen. Das heißt, es wurden hauptsächlich noch Wege freigehalten, damit sie mit ihrer Mutter durch die Wohnung gekommen ist. Ansonsten war der Hauptzweck dieses Hauses nicht wohnen, sondern dieses Sammelgut zu lagern. Wie hat Frau Marotz das alles transportiert? Die kleinen Sachen, aber selbst Sofas oder große Möbel wurden mit diesem Handwagen und Schiebewagen transportiert. Was natürlich manche Einwohner auch etwas komisch fanden. Aber sie hat keine Feinde gehabt. Das muss man eindeutig sagen. Die Ermordete gehörte zu diesem Ort. Hier lebte sie ihr bescheidenes, stilles Leben. Warum musste Vera Marotz sterben? Ich bin verabredet mit Volker Wichitil. Er kennt diesen Fall von Anfang an. In der Polizeidirektion Dresden leitet er die Morduntersuchungskommission. Herr Wichitil, was wissen Sie über das Geschehen in Nünchritz in jener Nacht? Die Ermittlungen haben ergeben, dass in der Zeit von ca. 23.50 Uhr bis ungefähr 2.30 Uhr, 2.40 Uhr eine oder mehrere Personengruppen in Nünchritz und in Grödel unterwegs waren und Sachbeschädigung begangen haben. Das sind eigentlich Sachverhalte, die typisch für Jugendliche oder junge Erwachsene sind. Aus dem Grund denken wir, dass das Alter dieser Person ungefähr zwischen 14 und 25 ist. Was war das Besondere an diesen Sachbeschädigungen? Das Besondere besteht darin, dass sie überhaupt begangen wurden. Weil man muss sich vorstellen, Nünchritz und Grödel sind das Ausnahmen. Und vor allen Dingen bei der Intensität, in der die Sachbeschädigung begangen wurden, das ist schon was Besonderes. Rückblick auf die Nacht zum 20. Oktober 2004. Die Randalierer haben höchstwahrscheinlich zu viel getrunken oder Drogen genommen. Auf ihrem zerstörerischen Streifzug durch die kleine Stadt demolieren sie unter anderem einen VW Golf. Sie stoßen diesen 13 Kilogramm schweren Betonfuß in ein Fenster. Aus einem Vorgarten nehmen sie einen Zierkürbis und werfen ihn krachend gegen eine Jalousie.
Es war bisher niemand zu finden, der die Steinewerfer, die Kürbiswerfer gesehen hat in der Nacht. Einen wichtigen Zeugen kennen Sie allerdings. Was hat er gesehen? Ja, es handelt sich da um den Hauseigentümer des Hauses mit der beschädigten Jalousie. Der hörte es dann auf einmal nachts mächtig krachen. Er dachte, irgendwas muss passiert sein, es ist ein Bett raus. Konnte das nicht einordnen, hat im Haus nach dem Rechten gesehen, ist dann zur Haustür raus auf die Straße. Und gerade in dem Augenblick sah er Vera Marotz, wie sie mit dem Handwagen in Richtung des späteren Tatortes lief, ca. 300 Meter entfernt. Er ist der Letzte, der Vera Marotz lebend gesehen hat. Und Vera Marotz wurde wenige Minuten später ermordet. Mit diesem Mann möchte ich sprechen und fahre noch einmal nach Nünchritz. Die Mörder müssen direkt an seinem Schlafzimmerfenster vorbeigezogen sein. Interviewt werden möchte er nicht. Alles, was er weiß, habe er den Ermittlern schon erzählt. Auch er hat die Randalierer nicht gesehen. Aber wegen seiner beschädigten Jalousie rief er die Polizei. Auf dem Weg zu ihm fand die Polizeistreife dann Vera Marotz. Erschlagen am Straßenrand. Das war um 2.15 Uhr. Etwa eine halbe Stunde vorher war die Rentnerin am Haus des Zeugen vorbeigekommen. In diesen 30 Minuten, auf dem Weg von Nünchritz nach Grödel, in der Zeit zwischen 1.45 Uhr und 2.15 Uhr, muss sie ihren Mördern begegnet sein. Immer wieder drehen sich die Ermittlungen um die nächtlichen Randalierer. Was wissen Sie über diese Gruppe von Jugendlichen? Ja, wir gehen davon aus, dass es vielleicht eine Gruppe von 3 bis 5 Personen gewesen ist, in unterschiedlichen Besetzungen. Wir wissen allerdings, dass mindestens eine weibliche Person mit dabei gewesen ist. Denn an den Händen und den Fingernägeln von Vera Marotz wurde weibliche DNA festgestellt. Und wir sind der Meinung, dass es da einen unmittelbaren Tatzusammenhang gibt. Schon 2500 Frauen haben Sie gebeten, eine Speichelprobe abzugeben. Seit 10 Jahren führen Sie einen Speicheltest durch. Wie gehen Sie hier vor? Ja, es gibt den Beschluss des Amtsgerichtes, dass weibliche Personen, die einen Bezugspunkt zu Nünchritz oder zu der Umgebung haben, dass die gebeten werden können, eine DNA-Probe abzugeben. Wir haben ganz viele Frauen haben wir angeschrieben, ganz viele sind den Vorlagen nachgekommen. Wir haben bis jetzt alle über 2500 Frauen ausschließen können und suchen entsprechend weiter. Und es ist natürlich ein Aufwand, aber wir wollen diesen Mord klären, weil Mord verjährt nicht. Das ist unsere Aufgabe. In wenigen Wochen jährt sich der Tag, an dem Vera Marotz getötet wurde, zum 10. Mal. Die Mörder sind nach wie vor auf freiem Fuß. Das ist ebenso schockierend wie die Tatsache, dass die kleine Stadt Nünchritz in der Nähe von Riesa zum Schauplatz eines so brutalen Verbrechens wurde. Gesucht werden Zeugen für die Mordnacht. Wer kennt diejenigen, die am 20. Oktober 2004 randalierend durch Nünchritz zogen? 5000 Euro Belohnung sind für Hinweise ausgesetzt. Bitte an die Polizeidirektion Dresden, Telefon 0351 483 2233.